Abend, meine Damen. Recht schönen guten Abend, meine Herren. Wir tun es täglich. Wenn wir es nicht haben, sterben wir. Essen und Trinken ist viel mehr als nur Nahrungszufuhr. Nichts lassen wir so nah an uns, an unseren Körper, an uns selbst heran, wie das, was wir essen. Früher musste Essen satt machen. Heute ist Essen Ideologie, Fetisch, mitunter sogar Religion. Es herrscht ein neuer Glaubenskampf ums tägliche Brot. Gut, aber teuer. Ein Hochrentier esse ich nicht. Ich liebe Fleisch und ich esse es gerne. Gar nicht esse ich nichts. Böse gegen gute Lebensmittel, vegane Heilsbringer gegen fleischessende Genusstiger, Rohkostprediger gegen Convenience-Food aus dem Supermarkt. Was ist im Leben das Wichtigste? Neben Sex und Schlafen. Wir begeben uns auf Spurensuche. Wir möchten wissen, welche extremen Formen der Ernährung gibt es? Wie fühlt es sich an, ein Tier zu schlachten? Was steckt hinter der Steinzeiternährung? Und sind Insekten die Nahrung der Zukunft? Sehr gut. Oder liegt der wahre Genuss im Verzicht? Im Grunde genommen sollte ein Mensch sich von dem ernähren, was auf der Straße wächst oder herumspaziert. Ja? Was wir doch essen, ist fast ein Stück Plastik oft. Junkfood, sowas esse ich eher selten. Es kommt schon mal vor. Aber eher dann nach einer durchzechten Nacht und dann denke ich mir immer, jetzt ist es auch schon wurscht. St. Johann in Tirol. Ein Lindenbaum als Nahrungsquelle. Die Familie Weißbrot mit ihren Söhnen Arun und Pao ernährt sich ausschließlich von veganer Rohkost. Wahrscheinlich unter einem Baum oder was in einem Flugzeug. Vater Bruno erntet Gras für den Eigenbedarf. Das Süßgras wird sonst für die tierische Futtergewinnung angebaut. Und Bruno ist selbst Autor mehrerer Rohkostbücher. Ich frage mich, was bringt einen Menschen dazu, Gras zu essen? So, und das wird's Mittagessen, oder? Ja, ein Teil davon. Gras? Genau. Mhm. Jetzt sage ich ganz dämlich, ich bin ja keine Kuh. Ja, eine Kuh könnte es ja so jung nicht gut vertragen. Weil eine Kuh kann es nur im verholzten Zustand gut verdauen. Und der Mensch kann es nur in dem Zustand essen, wo es nicht verholzt ist. Weil ein Salat im Prinzip ist ja auch grün, ohne dass es verholzt ist. Also pass auf, eine Kuh kann es nicht essen und mir möchtest du es jetzt zum Mittagessen geben. Na, was schmeckt es? Kannst gerne probieren. Schmeckt leicht süß, sehr mild, sehr neutral. Einfach so? Einfach so, ja. Mhm. Und gut kauen? Gut kauen. Genau. Gras. Ein Garten als Paradies, das man essen kann, so lieblich anzusehen, so radikal in Wahrheit die Form der Ernährung. Seit wann isst du nur noch Gräser und Pflanzen? Seit 1997 habe ich angefangen mit Rohkost. Rohkost in deinem Fall heißt, es wird nichts über 40 Grad erwärmt. Genau. Natürlich werden ausschließlich pflanzliche Nahrungsmittel zu sich genommen. Mhm. Was hast du gegen Wärme? Ja, Wärme eben verursacht, dass die Nahrungsmittel, eben die Enzyme, die gehen kaputt. Dann die ganzen Eiweiße werden verformt und degeneriert. Bei 42 Grad Fieber stirbt praktisch jedes Säugetier oder der Mensch auch, weil sie die Eiweiße, die fangen gerinnen an, die fangen sich chemisch verändern an. Laut Bruno sind die meisten Blumen zum Verzehr geeignet. Der erste Selbstversuch, Baldrian. Handgepflückt. Ah, du hast recht. Nachtkerze. Genau, und da ist gepflückt, ist ja schmackhaft, finde ich. Okay, dann? Also man könnte jetzt die Blüte so nehmen und einfach essen als Ganzes. Einfach essen als Ganzes. Darf ich daran riechen oder soll ich es einfach gleich essen?
Oh, kann man gern dran riechen. Manche duften ja wunderbar, ja. Manche riechen noch nichts, ganz verschieden. Sie riecht nach altem Deo. Jetzt habe ich mir als Fleischesser so vorgenommen, dass ich das alles für nicht gut befinde, aber es stimmt nicht, es ist gut. Die Nachtkerze galt früher als Nahrungsmittel. Ein halbes Kilo der Wurzel gibt angeblich so viel Kraft wie 100 Kilo Ochsenfleisch. Und aus dem Ding machst du jetzt eine Torte? Aus dem Ding, also eine Zutat, also eine Grundzutat für eine Torte. Ja. Mit den Blüten und so habe ich mich angefreundet, aber Grastorte wird eine schwierige Geschichte. Jetzt ist auch die Hanna da, deine Frau. Hanna, du sitzt vor Lindenblättern, vor Gurken. Seid ihr Verbündete im Geiste oder hat einer den anderen hier überzeugt vom Rohkostessen? Ich glaube, wir sind Verbündete im Geiste. Die Familie wohnt auf dem Hof von Brunos Vater. Hanna ist 28, die beiden Söhne 4 und 1 Jahr alt. Der 45-jährige Bruno ist ursprünglich Softwareentwickler, bevor aus ihm ein Rohkost-Guru wurde. Wer von euch beiden ist der Extremere oder die Extremere? Wer ist konsequenter? Der Bruno. Der Bruno? Ja. Startschuss für die Gras-Torte. Rohkost als Heilslehre der richtigen Ernährung. Gegessen wird ausschließlich kalt, Sommer wie Winter. Kein Kaffee, kein Brot, kein Fleisch, kein Fisch, kein Zucker. Nichts, das je mehr als 42 Grad gehabt hätte. Statt Weizen kommen Sonnenblumenkerne in den Tortenboden. Torte ist eigentlich der falsche Name, weil gebacken wird sie ja nicht, oder? Ja, Torte wird ja auch nicht gebacken. Kuchen wird gebacken, Torte wird nicht gebacken. Schon, aber der genau, der Boden ist in der Boden dem Fall, wird schon gebacken. In dem Fall ist es eine Rohkost-Torte, da ist überhaupt nichts gebacken. Aha, okay. Ich habe das Glas vorhin probiert. Nicht schlecht, aber für eine Torte wäre es mir jetzt nicht eingefallen. Kakaobutter. Zerlassene Kakaobutter. Genau, aus Kakaobutter wird ja auch Schokolade produziert. Er ist das Herzstück jeder Rohkostküche, der Mixer. Ein Spezialgerät um 650 Euro. Mit über 30.000 Umdrehungen pro Minute, natürlich Temperaturanzeige und 2,6 PS. Sag, habt ihr überhaupt einen Herd? Ja, wir haben einen Herd. Wozu? Na ja, vielleicht für einen Tee oder so. Und es sind auch Besucher da, die wollen ganz gerne mal was Warmes trinken. Ja, jetzt muss man es kühl stellen, damit die Kakaobutter fester wird. Dann wird das wie eine Torte. Dann wird das wie eine Torte. Konsistent. Also dann gehen wir es kühl stellen. Ich mach dir da die Tür. Genau, wunderbar, danke. Veganer. Sie essen nichts, an dem Tiere beteiligt sind, auch keine Eier und keine Milch. Sie ernähren sich nur von Obst und Gemüse. Der Mythos besagt, dass wenn wir uns ausschließlich von pflanzlichen Produkten ernähren, weniger Tiere sterben. Tatsächlich wird aber eines vergessen. Wenn wir, das ist leider das Problem, Monokulturen betreiben, wo dann ausschließlich Gurken oder Tomaten angebaut werden, dann brauche ich nicht nur sehr viel Dünger, sondern dann brauche ich auch sehr viel Pestizide und Herbizide. Das führt dazu, dass wenn ich diese gesamten Dinge mitrechne, dazu gibt es eine tolle Studie von Australien, dass tatsächlich vergleichbar viele Tiere sterben, wie zum Beispiel Nagetiere, wenn ich mich spezialisiere auf den Anbau von Gemüse. Essen ist heute Lebensgefühl, Bio eine Lebenshaltung. Kochen und Küchen sind hip, cool und trendy. Stichwort Kürbiscreme Brûlée. Immer beliebter werden Foodtrucks. Mobiles Essen für die schnelle Mittagsmahlzeit direkt am Ort. Hani Rützler ist Foodtrend-Forscherin. Sie soll uns erklären, wohin sie führt, die Zukunft der Ernährung und warum wir essen, was wir essen.
wenn dich ein Mann mal küsst, der dir sympathisch ist. Zukunft der Ernährung, schön und gut. Zunächst aber lohnt sich wohl ein Blick zurück auf die Geschichte des Essens. Führ ich dich heute aus. Hanni, wir haben 5 Gerichte unter Anführungszeichen gekocht oder warm gemacht. Das bildet ab, was sich die letzten 5 Jahrzehnte im Essen, die letzten 6 Jahrzehnte eigentlich, im Essen getan hat. Bitte erkläre es uns. Dieses wunderschöne Produkt hier, der Turm, den du gemacht hast, wofür steht der? Welches Jahrzehnt sprechen wir da an? Da sind wir eigentlich so in den 50er Jahren. Das ist so das Ende des Notwendigkeitsgeschmacks, sozusagen nach dem Krieg, nach Kriegszeit. Und es geht so langsam in Richtung Industrialisierung. Wir haben da wunderbar dieses Toastbrot in dieser rechteckigen Form. Ergänzt durch einen Pressschinken, der auch diese Form annimmt, genau, und der Käsedetto. Das war sozusagen ein Hit. Toast Hawaii, du erinnerst dich auch noch mit den Ananasscheiben. Darling, I love you so, and my heart forever. Wir kommen dann in die 60er Jahre, Schritt 70er. Das Fleisch ist sozusagen eine Leitsubstanz in unserem Kulturraum. Das heißt, früher war es sehr rar, teuer und was Edles. Und jetzt endlich für breite Bevölkerungsschichten erschwinglich. Fleisch wird erschwinglich Fleisch und wird auch viel. Erschwinglich, nicht mehr eine Sache der Elite, sondern es wird Alltagsspeise. No. Welches Jahr sind wir jetzt? Da sind wir 70er Jahre. 70er Jahre. Ja, also es darf schnell gehen. Es muss vor allem wenig Arbeit sein. Kochen ist ziemlich out. Für welches Jahrzehnt, für welche Zeit stehen denn die? Garnelen stehen für Luxus, für den neuen Luxus, das ist so 80er, 90er Jahre. Damals war das sehr exotisch, was ganz was Neues, sozusagen von weit her, da hat man sozusagen Connoisseurschaft zeigen können, man hat zeigen können, dass man das zerlegen kann, man weiß, wie man es isst. Das war aber die Zeit der Gänseleber und sozusagen, das, so einen, da ging es darum, sehr teure Produkte zu inszenieren, zu zelebrieren. Jetzt sind wir so Jahrtausend, also 90er Jahrtausendwende, Gesundheit. Da war der Fokus ganz stark, dass man die Produkte gesünder machen muss. Wir haben viel gelernt in den letzten 2 Jahrzehnten über Fett, also Fett raus, andere Fette, Fettsäuren, die Diskussion, Cholesterin rauf, runter, Zucker. Und natürlich auch der Salat, der war in den 50er, 60er, 70er Jahren eine kleine Beilage und jetzt wird er erstmalig zur Hauptspeise. Mhm. Da braucht es natürlich noch ein kleines Stück Fleisch oder angebratene Pilze. Croutons. Croutons, genau. Croutons haben sie mal draufgeschmissen. Croutons. Liebe Trendforscherin, Food-Trendforscherin, kreiere kurz ein Gericht, das für den Trend der nächsten 10 Jahre stehen könnte. Ich glaube, der Teller wird sich verändern. Es gibt weniger Hauptspeisen, es gibt kleinere Mahlzeiten. Mhm. Die werden nicht mehr so strukturiert sein. Das Fleisch wird an Leitsubstanz verlieren. Viel mehr Gemüse, andere Getreide. Wir werden uns mehr dafür interessieren, woher die Produkte kommen. Das ist ein Selbstverständnis, dass wir das wissen. Es geht nicht mehr um Masse. Es geht sozusagen um deren Geschichte. Man will wieder mit gutem Gewissen essen. Das heißt, auch Moral und Ethik spielen eine größere Rolle in Zukunft. Seitdem überhaupt Menschen existieren, gab es diese Nahrungskette, dass Menschen die Tiere umgebracht haben, um sie zu essen, um sich zu ernähren. Und die Tiere bringen kleinere Tiere um, um sich zu ernähren wiederum. Also eigentlich ist das nichts Unnatürliches. Und ich glaube, man kann schon behaupten, dass Essen der Spiegel der Seele ist, ja. Die Fleischesser. Eine aussterbende Spezies im vegetarischen Zeitalter? In Pöllau besuchen wir Robert Buchberger. Er leitet eine der letzten kleinen Schlachtereien in der Steiermark. Wie gesagt, eine alte Schweinerasse, die was das ganze Jahr im Freien gehalten wird. Das heißt, ob Sommer, Winter. Ist egal, sind immer da draußen bei uns. Und wir haben die Margaritzer Schweine gewählt, weil die einen super guten Speck haben, den Lardo. Auf gut Deutsch, eine fette Sau. Richtig, eine richtig fette Sau mit einem guten Speck. Und was ist der Unterschied zwischen einem normalen Mastschwein, was man ganz normal im Supermarkt kauft,
Und dem Mangalitza-Schwein? Ja, Mastschwein wird viel schneller gemästet im Stall. Wird nach ca. 6 bis 8 Monaten geschlachtet. Hat dann so ca. zwischen 85 und 95 Kilo. Mhm. Und der Mangalitza-Schwein wird oft bis zu 2 Jahre alt, ist halt immer im Freien draußen. In der Idylle warten die Kühe auf ihren letzten Gang. Sie stammen direkt aus der Nachbarschaft. Fleisch wie aus Zeiten vor der Massentierhaltung. Robert Buchberger schlachtet in Handarbeit. Von dem Tier, das jetzt vor uns liegt, ja, wie viel Prozent von dem wird nicht verwertet, wird weggeschmissen? Eigentlich im Endeffekt ganz, ganz wenig, gell? Weil wir wirklich durch unsere Fleischerei so gut es geht alles verwerten. Sogar aus dem Kopf machen wir Kopffleisch für Hundefutter oder im Endeffekt, wir verarbeiten so gut es geht alles. I'm really screaming. All that meat and no potatoes. Die meisten kleinen Schlachtereien haben in den letzten Jahrzehnten aufgeben müssen. Gulasch, Schnitzel, Suppenfleisch. Suppenfleisch. Genau. Und oben ist das Bratenfleisch, kann man sagen, der Bereich der Schulter. Okay. Und am Rücken ist dann den englischen, also die Beirät, Rostbraten. Also darf ich Foto machen? Was? Selbstverständlich. Okay. Schicke meiner Frau, die ist Vegetarierin. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for. Veggie ist im Trend, vegan ist im Trend. Junge Menschen, immer mehr junge Menschen sagen: Huch, ein Tier esse ich nicht. Wie geht es mit dem um? Merkt ihr das im Umsatz? Ich habe selber ein paar Freunde, die Vegetarier sind. Und wenn ich mit denen rede, ist eigentlich auch jedem wichtig, dass wir das Fleisch so machen, wie wir es machen. Was ist denn der Fleischer am liebsten, abgesehen vom Lungenbraten? Was ist? Ich bin schon ein Fan eigentlich von Leberkäse, wenn der frisch vom Ofen rauskommt, gell, und die Flaumigkeit hat, also ist das was ganz, ganz Gutes. Wir wollen nicht töten. Wenn wir Fleisch essen wollen, dann müssen wir töten. My baby just cares for me. Ja, das ist hier. Genau. Okay. Und feinen Gewürzen, Kräutern, ein super Salz dazu. Man muss mal ein Tier getötet haben, um zu wissen, was das ist. Ein Tier töten, damit ich dann es essen kann. Das ist ein Riesenschritt, den muss man gegangen sein, weil dann sieht Fleischkonsum schon mal anders aus. Vegetarier, sie essen kein Fleisch und keinen Fisch. Durchaus aber Produkte tierischen Ursprungs wie Eier oder Milch. Gesundheit kann eine Rolle spielen, meist steht aber der Tierschutz im Vordergrund. Weltweit essen die Menschen jährlich 40 Kilogramm Fleisch pro Kopf. In Österreich sind es ca. 70 Kilo. Auf Platz 1 liegen da die USA mit 120 Kilo Fleisch im Jahr pro Einwohner. Die USA, die Heimat des Burgers. Jetzt kommen wir endlich zum wichtigsten Lebensmittel, das Gott je auf die Welt gestellt hat, zum Hamburger. Der Burger hat sich in den vergangenen Jahren vom verpönten Fastfood zur Lifestyle-Speise entwickelt. Selbst fleischlos gibt es ihn. Der Hamburger ist sogar so erfolgreich, dass Nicht-Fleischesser ihn nachmachen und dann so solche Produkte. Veggie-Burger heißt es dann, oder wie auch immer. Veggie-Burger, ja. Aber was mich interessiert, das Burger gibt es doch jetzt wirklich, ich weiß nicht, 100 Jahre. Wieso gerade jetzt, Ketten? Frau Trendforscherin, wieso jetzt? Weil sich das Verständnis von Fleisch gewandelt hat. Und weil wir gelernt haben, dass der Burger ein einfaches, gutes Gericht sein kann. Sagt die Frau, die gerade einen Veggie-Tofu
Ersatzburgerbrät. Ich denke mir, der Veggie-Burger ist ein guter Übergang für Leute, die nicht wissen, was sie zwischen zwei Brotscheiben geben können beim Grillen. Wenn es kein Fleisch gäbe, was ich hineingebe. Ja, was würde ich machen? In meinem Fall wäre das bis zum Schluss voll mit Tomaten. Ein Tomatenburger. Ich bin ein völliger Tomatenfreak. Ja, da stehen wir jetzt, gell? Aber das ist mir lieber. Schon, oder? Geheiligtes Essen, für die Werbung perfekt inszeniert, im Hochglanzmodus, enthoben der Realität. Foodstylisten wie Sascha Asanovic und die Fotografin Petra Schmid sorgen dafür, dass wir nichts Hässliches zu sehen bekommen. Dafür gibt es eigene Foodstyling-Fotoshootings. Your life in mine, looking at life from the perspective of a boy. Da schaut's ja aus wie beim Zahnarzt. Ich mein, Spachtel, Spritze, Pinzette. Das ist das Werkzeug, mit dem ich am meisten arbeite, und zwar dann direkt am Set. So das heißt, das Essen, das du in Szene setzt, ist völlig durchkomponiert und jeder geringste Fehler oder jede geringste Imperfektion wird weggemacht. Es geht darum, dass wir definieren, was wollen wir am Bild sehen. Oft ist es einfach das, dass wir ein Gericht zum Beispiel so herrichten, dass der Moment festgehalten wird, an dem du es am liebsten essen würdest. Das ist Fake Eis. In verschiedensten Variationen. Was ist das? Das ist ein spezielles Gel. Ist das Silikon? Eine Art Silikon. Stinkt ja, ja ekelhaft. Und ich kann das eben dementsprechend bearbeiten und verwenden. Das ist ja schon braun, das brauchst du nicht mehr, oder? Nein, das können wir wieder erhitzen. Erhitzen? Und dann wird es schön klar wie das da. Und jetzt wird es wieder klar. Und jetzt wird es schön klar. Das schon. Ja. Der schmilzt, ja, und wird klar. Es gibt sehr viel halt, Eis, das nachträglich zubereitet und geschminkt wird. So wie wir es sagen. Geschminkt? Ja, wir schminken ja auch alle Sachen. Also ihr schminkt Essen? Ja. Kann ich davon ausgehen, dass 9 von 10 Produkte, die ich an der Wand oder im Prospekt sehe, geschminkte Produkte sind? Wie die Models. Was aber immer fehlt bei einem Foto, sind Dinge wie Geruch, Geschmack, die ja beim Essen unersetzbar sind. Das bleiben ja dann nur Krücken, die dir übrig bleiben. Ne? Naja, dass diese Geruch und Geschmack, den ich eben nicht am Foto habe, muss ich ersetzen durch perfektes Styling. Also ein Germknödel, das du vor dir stehen hast und wo du sagst, wow, das will ich gerne essen, das schmeckt mir, da will ich reinbeißen. Wenn ich jetzt von dem ein Foto mache und dir das zeige, sagst du, da ist viel zu viel Butter drauf, das ist ein Chaos mit dem Mohn, Zucker oben, was ist das überhaupt? Das ist ein schwarzer Fleck, was ist das überhaupt? Aber sobald ich jetzt da das Styling einsetze und jetzt ganz gezielt an den richtigen Stellen, dass die Butter runterrinnen lasse. Das ist nur eine schmale Butterspur. Und gezielt Zucker und Mohn einsetze. Also du lässt die Unmengen von Butter, die mit dem normalen Germknödel einhergehen, ja, weg, weil die als Foto allein abstoßend wird. Genau. Die Lebensmittel sind fast alle echt. Aber es ist eben eine Frage der Perspektive. Als Food Artist, als Food Stylist, stellst du schon auch Produkte so dar? Ich nehme jetzt hier eine Birne. Ja. So wird die wohl kaum bei dir fotografiert werden. Da kommt dann dein Giftschrank von drüben und dann ist es eben die perfekte Birne. Und da hat man nie irgendwie das Gefühl, eigentlich verkaufe ich was, was es in der Form, in der Super, auf jeden Fall, nicht gibt. Ich mach's letztendlich immer so, dass man das Produkt erkennt. Und da muss ich wissen, was ist
was weckt die Emotionen? Ja, und welche Emotionen will ich wecken? In Wahrheit wissen wir es. Böse Birne, gute Birne. In Wahrheit wissen wir es erst, wenn wir es im Bildschirm sehen. Die Knackwurst. Ihr Auftritt bitte. Und da wird dann der Falz vom Magazin da circa. Also da circa ungefähr. Das heißt, genau. Da ist der Hero-Teil, genau. Den wir perfekt genau. Haben müssen und dass man das Zipferl letztendlich auch vorne hier ja. Sieht. Habe ich jetzt Hero-Teil gehört von der Knackwurst? Naja, vom Ausschnitt eigentlich. Was ist das Heldenteil einer Knackwurst? Das, bitte sag mir das jetzt. Bei dem Sujet wird hier der Fokus hier liegen. Genau auf diesem Teil. Deshalb ist es der Heldenteil. Genau. Der Hero ist grundsätzlich eben das Beste, worauf wir vorhin fotografieren. So, und jetzt kommt das, was mich am meisten interessiert. Das Würstelschminkung. Genau. Was machst du jetzt mit der Wurst, dass sie ausschaut wie eine Wurst? Also, was hast du mit? Wir haben da eine Geheimtinktur. Ja? Das ist ein Saftel, das. Ich gehe zurück, weil es färbt, oder? Ja, das färbt, ja. Das färbt. Ich nehme sie heute gerne mit zu mir nach Haus. Jetzt müssen wir mal schauen, welchen Ton wir brauchen. Aber das muss man schon wollen, sich jetzt 3 Stunden mit so einem halben Knacker beschäftigen, oder? Ja. Der Kamera, da zeigt sie, was sie kann. Jetzt nimmt es langsam Formen an, das Wurst-Make-up. Ja, genau, weil jetzt stimmt die Farbe aus meiner Sicht. Okay. Also für mich ist auch was Neues. Ich war noch nie bei einer Wurstschminkung. Ja. Es ist mir jetzt aber niemand böse, dass ich jetzt nicht mehr hineinbeißen will, ja, oder? Nein. Ja, theoretisch könnte es das. Es ist ein Lebensmittel. Ist es Lebensmittel? Das ist immer ein Lebensmittel, halt nicht in Österreich, ja, aber das sagen Sie es immer. Ist ein Lebensmittel. Ja, genau. Da werden wir dann noch ein bisschen was brauchen, aber ich fahre dann am Schluss noch mit dem Heißluftfilm drüber. Mit dem Heißluftfilm? Genau. Also das perfekte Würsteln ist, dass zuletzt mit Heißluftfilm angeheizte Würstel in der Pfanne davor, wo du Wasser hineingespritzt hast, damit es spritzt, in der Pfanne davor, genau. Damit der Hero passt. Damit der Hero passt, genau. Ja. Aha. Jetzt kommt der endgültige, letztgültige Vergleich. Mhm. Evolution des Wurstes. Die Evolution, die fotografische Evolution des Knackers. Ja. Es steckt im Essen total viel Sinnlichkeit. Also man muss... Wenn man mit jemandem nicht gut essen kann, dann möchte ich mit dem auch nicht ins Bett gehen. OVO, Vegetarier meiden Fleisch und konsumieren keine Milch oder Milchprodukte. Eier oder Nahrungsmittel, die Eier enthalten, dürfen gegessen werden. Toni Breznik ist professioneller Bodybuilder. Sein Körper ist eine Kalorienverbrennungsmaschine, die vor allem eines braucht: Essen. Tag und Nacht. Das Bewusstsein um Ernährung bestimmt Tonis Leben. Habe nie was angestellt. Steht's da wie bestellt. Wie bestellt. Das ist mein Frühstück, ja, das ist Polenta. Sehr kohlenhydratreich. Dazu fehlt natürlich das Wichtigste für mich, das ist das Eiweiß. Da kommen jetzt ca. 12 bis 14 Eier rein. Natürlich nur das Eiweiß, ja, ist auch klar. Hin und wieder gebe ich 1-2 Dotter mit dazu für die Farbe, für den Geschmack. Ja, das tut nichts. Aber wenn ich da das Eigelb dazu machen würde, dann wäre das nicht gut für meinen Cholesterinwert. Ja. Ja. Zwischen 20 und 25 Eier täglich. Man muss natürlich auch schauen, dass man das gut kombiniert. So wie ich mache mir das jetzt als Frühstück natürlich süß, als Süßspeise. Ja. Ich gebe dann Süßstoff dazu, Früchte, Joghurt, Rosinen. Nüsse, also das Ganze schmeckt dann schon ganz gut. Also ich bin eigentlich, ich freue mich schon in der Früh drauf, also dass ich das wieder essen kann. Wenn man natürlich dann in eine Wettkampfvorbereitung geht und oder Shooting oder natürlich viel unterwegs ist auf Messen und Fotoshootings hat, der sogenannten Diätphase sich befindet, dann sollte man auch in der Nacht aufstehen. Also schauen, dass man alle 2 bis 3 Stunden das Eiweiß und die Kohlenhydrate und da die, also die Nährstoffe, die man braucht, zu sich nimmt, um nicht abzubauen.
das Essen, speziell in diesem Sport, ist dann schon, ja, es ist Arbeit, ja? Und es ist nicht immer, ja, es schmeckt nicht immer und es ist dann schon eine gewisse Qual, auch diese Mengen runterzubringen. Grundsätzlich, was ich da mache, ist gesund, ja. Also das ist alles mit, ich bin da in Behandlung, also mit Ärzten und so weiter und so fort. Meine Werte sind optimal, ist mir sehr, mein Gesundheit ist mir sehr, sehr wichtig, ja. Ich bin vor kurzem Vater geworden. Es ist vielleicht für Nicht-Bodybuilder, ja, oder die, was mit dem Sport Bodybuilding anfangen können, sehr unüblich oder sagen wir mit großen Mengen an Nahrung. Aber im Prinzip ist ja das gesunde Nahrung. Die Maschine Körper braucht ständig Kraftstoff. Wenn ich mein Essen zu gewissen Zeiten nicht kriege, dann bin ich unruhig zuerst. Das geht dann weiter zu, ja, leicht kantig, ja. Das geht dann bis zu leicht aggressiv. Also ich sag mal so, wenn ich mein Essen nicht regelmäßig kriege oder zur rechten Zeit, bin ich unausstehlich. Punkt. Seitdem ich das mache, bin ich sicherlich ein, zwei Stufen mehr Egoist. Aber mir geht's besser, das ist einmal das Wichtigste. Und ich habe auch viel mehr davon. Wir fahren das Auto in die Waschstraße. Wir polieren die Schuhe, wir bringen unser, ich spreche jetzt von Männern. Wir bringen unseren Anzug in die Reinigung, in die Putzerei. Und wir achten nicht auf unseren Körper. Also ab und zu koche ich, aber meistens macht das der Toni. Von der Menge her könnte ich es nicht essen, aber vom Geschmack her haben wir da ziemlich ein Gleich. In der Muskelaufbauphase nimmt Toni bis zu 10.000 Kalorien täglich zu sich. Dreimal so viel wie ein Durchschnittsmann. Ohne Fleisch nicht vorstellbar. Die Menschen haben natürlich Emotionen und die letzten 30, 40 Jahre hat sich das total verändert. Man geht in den Supermarkt und alles ist perfekt. Perfektes Licht. Das Fleisch hat keinen Kopf, hat keine Emotion. Also es ist alles irgendwie abbackelt. Und man entscheidet eigentlich nur über den Preis. Wir kaufen Fertigessen. So sagte man früher dazu. Heute heißt das Convenience Food. Bequemes Essen, schnelles Essen, von Profis zubereitet, hygienisch, haltbar. Herz, was willst du mehr? Knapp 20% der Österreicher kaufen häufig Fertiggerichte, ein Drittel manchmal, nur knapp 10% kaufen nie Fertignahrung. Dementsprechend riesig ist die Auswahl. Die Erfindung der Konservendose ist über 200 Jahre her, doch der Siegeszug des Fertigessens begann erst in den 50er Jahren in, wo sonst, den USA und ist bis heute nicht zu stoppen. Doch was genau ist eigentlich Convenience Food? Nur Produkte, die industriell hergestellt sind, die als Arbeitsschritte nur mehr das Öffnen und Erwärmen erfordern? Wir haben uns Convenience Food liefern lassen, und zwar modernes Convenience Food. Jetzt kommen wir zu Convenience Food, die zweite. Das ist ein Schweinefleisch. Das ist eine Pute. Lauch. Lauch, da Zucchini. Haben wir Rezepte. Danke. Basilikum ist auch gekommen. Eine arme Limette und vier verwaiste Knoblauchzehen. Wenig. Gleich die Frage, was ist jetzt hier Convenience? Ich kann mir vorstellen, dass man da was kocht, aber wo ist hier die Convenience? Früher war Convenience Backerl aufreißen, Wasser, so wenig wie möglich Arbeit, ganz schnell. Und heute geht es eigentlich wieder um eine neue Sinnlichkeit. Und Convenience kann auch heißen, dass man im Internet schaut, was könnte ich kochen, da sind fertige Rezeptangebote. Du hast da zwei verschiedene Rezepte ausgewählt. Zwei Gerichte, zwei Personen, 32 Euro und wurde mir nach einer Internetbestellung zugestellt. Also ich muss nicht mehr einkaufen. Das heißt, ich weiß nicht, was deine Stunde kostet, aber das heißt, du hast das Einkaufen,
gespart. Du hast die Planung gespart, was du alles brauchst. Viele Leute gehen einkaufen und haben nicht mehr 30 Rezepte im Hinterkopf, sondern die entscheiden dann spontan im Supermarkt, was koche ich. Der Supermarkt bietet aber meistens wenig Inspiration auf die Frage, was für ein Gericht, sondern der Supermarkt ist eher so eine Vorratskammer. Viele Damen und Herren haben Angst vor Antibiotika im Fleisch. Tatsächlich sollte man Antibiotika nur dann nehmen, wenn es von einer Ärztin oder einem Arzt verschrieben wurde. Was fangen wir jetzt hier mit diesem Antibiotika-Fleisch an? Ganz einfach, braten Sie es. Sobald Sie eine Temperatur von 40, 45 Grad Celsius haben, wird das Antibiotikum hier im Inneren dieses Fleisches zerstört. Ja, und damit konsumieren Sie dieses Antibiotikum nicht. Tatsächlich ist das größere Problem, dass diese Antibiotika in der Tierhaltung verwendet werden und dort können sich die Bakterien abarbeiten. Und wenn diese Bakterien dann irgendwann einmal auf den Mensch treffen und der Arzt verschreibt dann ein Antibiotikum, dann kann es passieren, dass dieses Antibiotikum nicht mehr wirkt. Deswegen sollte man hier etwas vorsichtiger sein. Aber das Antibiotikum im Fleisch selber, wenn das Fleisch ausreichend gut gebraten wurde, das ist kein Problem. Supplements, Zusatznahrung in Form von Pulver und Pillen, sind für Toni Breznik täglich Brot. Die Österreicher geben laut Statistik ca. 280 Millionen Euro jährlich für Nahrungsergänzungsmittel aus. Beim Bodybuilding wird auch Ernährung zum Beruf. Tonis Training hätte niemals diesen Effekt ohne die passende Nahrungszufuhr. Sehr wichtig, während trainieren, den Körper mit Eiweiß zu versorgen. Wie vorher gehört, ist mir bezahlt schick. Das braucht man, wenn man schwer trainiert, so wie jetzt bei dem Wetter, wo man ziemlich viel schwitzt, wenn es Mineralstoffe und alles verliert, dass man nicht müde wird während dem Training, dass man das trotzdem gleich durchziehen kann, muss man den Körper versorgen, ist ganz wichtig. Zwischen 110 und 120 Kilogramm wiegt Toni, je nach Wettkampfphase. Die müssen gehalten werden und nach dem Training gibt es eine extra Portion Eiweißkuchen. So kommt Toni auf ca. 25 Eier pro Tag. Es sind 12 Eier klar, aufgeschlagen zu Schnee. Dazu kommen 180 Gramm Reis, ein paar Früchte, ein bisschen Süßstoff, ein paar Nüssen. Cola ist ungesund und der gesunde Apfelsaft, der alles hat, was man fürs Leben braucht. Ja, so wurde es mir in meiner Jugend vermittelt. Tatsächlich ist es so, dass sich in Cola ja ungefähr 108 Gramm Zucker befinden in einem Liter, während im Apfelsaft ist bedeutend mehr, 120 Gramm Zucker. Das heißt, wenn ich jetzt alleine nach dem Zuckergehalt gehe, ist das Cola besser als der Apfelsaft. Die restlichen Substanzen, die drinnen sind, können wir vernachlässigen. Das heißt, man müsste heute eigentlich sagen, wenn man wählt zwischen Apfelsaft und Cola, ja, wählen wir das grausliche, ungesunde Cola. Es hat bedeutend weniger Zucker. Also so ein Nutella-Palatschinke ist ja ein Orgasmus im Mund. Ja. Man muss es ganz ehrlich sagen. Ja, ist richtig. Gell? Das ist richtig, ja. Besuch in München. Der Raum- und Luftfahrtstudent Martin Bade steht für eine neue Generation der Ernährungsfetischisten, die sich gerade im Internet formiert. Höher, schneller, weiter durch Ernährungsoptimierung. Ich freue mich auf meine erste Mahlzeit, eine schöne Obstportion. Auf jedes Mittag, auf jedes Abendessen freue ich mich und das ist einfach nicht der Fall, quasi, dass ich mich dazu zwingen müsste. Sonst würde das nicht funktionieren. Bade ist High-Carb-Veganer. Er ernährt sich rein pflanzlich mit einer unglaublichen Menge von Kohlenhydraten. Ich fühle mich ganz wohl so mit ungefähr 10 Bananen pro Tag und das ist eine gute Basis, so über den Tag verteilt und ja.
Martin lebt mit seiner Freundin Miriam zusammen, die ebenfalls High-Carb-Veganerin ist. Seit 2 Jahren gibt er auf YouTube Ernährungstipps. Veganes Leben ist für ihn die logische Konsequenz einer optimierten Welt. Was ich festgestellt habe, ist, dass so wie es den technischen Fortschritt gibt, dass wir immer besser werden, Nanotechnologie, genetische Technik etc. etc., dass wir auch sagen, hey, Mensch, was ist eigentlich mit dem Bereich Ernährung? Sind wir da in den letzten Jahrzehnten besser geworden oder ist immer mehr Schrott in den Regalen? Also wir haben eine Menge Gemüse drin und süßes Obst, beispielsweise in diesem Fall der Pfirsich, ist einfach nur dafür, dass das Ganze auch richtig gut schmeckt. Und dann schafft man einfach viel mehr. Eines ist bei fettarmer pflanzlicher Kost essentiell: viel essen. Für uns bedeutet High Carb im Prinzip eine vollwertige, fettarme, vegane Ernährung. Gegenüber Gemüse aus dem Supermarkt herrscht Misstrauen. Der eigene Stadtgarten ist Teil des veganen Lifestyles. Für mich ist es keine Modeerscheinung. Das klingt vielleicht, weil es halt ein englisches Wort ist, Lifestyle, wie eine Modeerscheinung ist, aber ein Lebensstil. Ja, es macht einfach Spaß. Ich meine, ich bin auch ein großer Fan von Fast Food. Und Obst ist einfach das Fast Food schlechthin. Es schmeckt sehr gut und ja, es ist einfach, für mich ist es Convenient Food. Ja, ich brauche nichts erst lange zubereiten. Ich kann sofort nehmen und essen. Alles in sehr einfachen Schritten gehalten. Ich bin auch ein Fan von Simple Living, von Minimalismus. Klar, einfach, schnell und vor allem effizient. Und ob das jetzt gesellschaftlich anerkannt ist oder nicht, das ist mir im Prinzip egal, weil die Resultate, die sprechen einfach für mich. Man ist quasi dauerklar, hat einfach die Energie und die Motivation, was zu machen. Über 3 Millionen Aufrufe hat Martin mit seinem YouTube-Channel schon generiert. Starke Resonanz kommt von jungen Menschen mit hohem Gesundheitsbewusstsein. Gerade Jugendliche, die dann sagen, Mensch, ich kann mich viel besser in der Schule konzentrieren, ich habe nicht mehr so Probleme mit der Haut. Ich bekomme jeden Tag Nachrichten rein auf Facebook, YouTube oder per Mail. Und das ist überwiegend positiv. Ich muss schon lange suchen, dass ich mal wirklich da einen Kritiker finde. Ich bin aber auch offen für jegliche Kritik. Es ist ein großes Streitthema innerhalb der veganen Community. Ab wann wird die vermeintlich gesunde Ernährung zur Sucht? Das Krankheitsbild nennt sich Orthorexie. Orthorexie ist im Prinzip der Zwang, der krankhafte Zwang, sich möglichst gesund zu ernähren. Und das ist natürlich eine sehr, sehr subjektive Auslegung. Damit soll eigentlich nur meiner Meinung nach bewirkt werden, dass gewisse Leute, die sich jetzt mit gesunder Ernährung beschäftigen und quasi Eigenverantwortung übernehmen wollen, in eine gewisse geisteskranke Schiene gedrückt werden. Für mich ist das ein Ritterschlag, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn das jemand sagt zu mir. Und ich denke, da ist nichts Falsches dran. Wenn jemand beispielsweise sich den ganzen Tag 5-Minuten-Terrin machen würde, rauchen würde, saufen würde, würde niemand was sagen. Aber wenn sich jetzt jemand mit gesunder Ernährung beschäftigt, dann ist man plötzlich gleich in dieser Schiene. Es steigt stetig an. In unserer westlichen Welt gibt es immer mehr Leute, die sich rein pflanzlich ernähren. Mir wird es noch ein bisschen besser gehen, wenn es anderen auch gut geht. Und ich finde es halt gut, dass die Leute halt vielleicht mal beide Seiten der Medaille kennenlernen. Und ich will sie halt wirklich dazu motivieren, das einfach mal auszuprobieren, um einfach das selber zu erfahren. Frutaria, eine Extremform der pflanzlichen Ernährung. Es wird auf alles verzichtet, was nicht freiwillig vom Baum fällt. Baumschütteln ist nicht. Ich esse Fleisch, bin auch nicht sehr wählerisch. Ich esse absolut alles, auch Krokodile und Straußen. Mag vielleicht brutal klingen, aber ich glaube, ich bin nicht die Einzige. Hungrige Menschen, die nur Salat knabbern, sind auch oft leicht angespannt. Rohkost-Guru Bruno hat sein eigenes Verständnis von Genuss. Meine erste Grastorte. Genau. Und von dem Gras ist nichts mehr zu sehen. Und von dem Gras sieht man nicht viel, weil die Heidelbeer so starke Färbung hat. Da ist ein bisschen grün, genau. Ein bisschen was. Na gut, dann geht's los. Ja. Mahlzeit, Hannah. Nummer 1, Banane. Nummer 2, Banane. Nummer 3, dieses Crunchy. Vom Gras schmecke ich eigentlich nichts. Seit fast 2 Jahrzehnten lebt Bruno von veganer Rohkost. Alles Essen ist kalt. Fast alles, was ihr zu euch nehmt,
baut ihr hier an, mit Ausnahme von Bananen oder Ähnlichem. Genau. Hast du dir nie gedacht, ob deine Kinder was vermissen, wenn sie nicht ein einziges Mal in ihrem Leben eine warme Mahlzeit kriegen? Alle Eltern sind verantwortlich dafür, dass die Kinder einen guten Start bekommen. Und wir wollen nichts anderes machen als wir andere Eltern. Wir wollen unseren Kindern den möglichst besten Start geben. Was sie dann selber machen, wenn sie ein gewisses Alter haben, liegt nicht mehr in unserer Hand. Da können sie essen, was sie wollen. Wie ich damals in die Schule gegangen bin, da habe ich doch überhaupt nicht erfahren, welche Pflanzen, die was mich hier umgeben, kann man denn essen, kann man verwenden oder wie kann man sie verwenden. Diese ganze Schulbildung, meiner Meinung nach, ich kann mich nur erinnern, ich habe das Gebiss vor die Pferde und ich habe lernen müssen, wie viele Zähne hat ein Pferd oder ein Nilpferd auch. Ich verstehe den Sinn nicht dahinter, sowas zu lernen und die heimischen Kräuter, das was mich umgibt, da lernt man praktisch fast überhaupt nichts. Ich glaube, momentan werden mittlerweile hat sie sich gebessert. Ja, vielleicht werden jetzt mittlerweile 12 Pflanzen unterrichtet. Immer noch höhere Fälle, was sagen, Löwenzahn ist giftig. Also die Menschen haben noch in der Allgemeinbildung kaum eine Ahnung, was überhaupt die Kräuter, was man essen kann, was man nicht essen kann, wie sich das anfühlt. Die wissen praktisch gar nichts darüber. Als Kind litt Bruno unter Allergien und einer Hauterkrankung. Er ist überzeugt, die Rohkost hat ihn davon geheilt. Du bist als 18-Jähriger, hast du für dich einen Entschluss getroffen, da warst du krank. Genau, da war ich ganz viel krank, also im Jahr ungefähr 5 bis 6 Wochen Krankenstand. Und dadurch habe ich mir den Schwur getan, also mit 18, ich werde mein Leben lang nie mehr Medikamente einnehmen und keine Salben und nichts mehr verwenden. Und das habe ich bis heute eingehalten. Ich glaube, mit 21 oder 22 habe ich sehr viel eben über das Thema Vegetarismus bin ich konfrontiert gewesen. Da habe ich mich entschlossen, kein Fleisch mehr zu essen. Und na, das ist ja voll im Trend jetzt. Also, jetzt ist voll im Trend. Damals ja, war ich komplett als gestandener Tiroler total auf Unverständnis gestoßen, dass man jetzt kein Fleisch mehr essen kann. Aber du hast ja dann noch das Rad viel weiter gedreht. Also das, was wir hier erleben, ist ja nicht kein Fleisch essen, sondern das ist Gras essen. Ich war zwar dann vegetarisch, aber ich war nicht wirklich viel gesünder. Und erst wie ich dann Milchprodukte und Getreide, vor allem wie ich dann aufgehört habe, Getreide zu essen, Brot zu essen, Pizza und Nudeln zu essen, dann ist mir wirklich ein großes Stück besser gegangen. Es hat keinen Sinn, so wie jetzt der vegane Trend, dass ich statt Fleisch und einfach mehr Getreide esse. Das führt nicht wirklich zu Gesundheit oder Heilung. Und mit dieser Ernährung haben die Ärzte recht, mit dieser Ernährung kann man auch wirklich nicht heilen. Sich von Rohkost zu ernähren ist hier eine Lebensaufgabe. Mehr noch, eine Lebensphilosophie. Und das ganze Prinzip ist eigentlich noch einfacher, wenn man einfach darüber nachdenkt, dass wir als Mensch auf die Erde gekommen sind und da gab es kein Brot, das am Baum hing oder ein Eis, was irgendwie aus dem Boden gewachsen ist oder eine Waffel, sondern wir waren Jäger und Sammler. Sprich, wir haben Tiere oder Wild erlegt, das Fleisch gegessen und wir haben Beeren gesammelt. Es geht darum, sich zurückzubesinnen und zu überlegen, ob diese Form des schrankenlosen Fleischkonsums, wie wir ihn in den westlichen Gesellschaften pflegen, ob das etwas ist, was wir überhaupt wollen. Ob das etwas ist, was uns gut tut und nicht nur gesundheitlich, sondern auch seelisch gut tut. Nichts lassen wir so nah an uns, an unseren Körper, an uns selbst heran, wie das, was wir essen. Wir nehmen es in uns auf, wir machen es zu einem Teil unserer selbst. Das passiert nicht einmal mit unserem liebsten Menschen, zum Glück irgendwie, aber ich meine, so intim wie mit dem Essen wird man eigentlich mit kaum etwas. 3 Männer, ein Traktor, eine Idee. Der Künstler Thomas Nowak, der Fotograf Ingo Pertramer und der Restaurantkritiker Florian Holzer wagen ein Experiment. Sie suchen die Konfrontation mit dem, was wir alle verdrängen, Schlachten als Selbsterfahrung. In Oberösterreich werden sie fündig. Gemeinsam mit dem gelernten Fleischhauer Heinz suchen sie einen Ochsen aus. Das erste Mal habe ich bei einer Schlachtung zugesehen beim Schwein. Und das habe ich schon sehr
faszinierend und nachdenklich zugleich in Erinnerung gehabt. Und beim Ochsen geht es halt dann wirklich in eine andere Dimension. Das ist eine der Krisen, die ich bei der Sache gehabt habe, dass es für mich nicht nachvollziehbar war, wie jemand die Tiere so hegen, lieben, füttern kann und dann tatsächlich die Kraft aufbringen kann, diesen Abzug zu tätigen. Waren so über 1000 Kilo zusammensacken. Es war ein dumpfes Gefühl eigentlich, wie das passiert ist. Aber ich wollte einfach einmal den ganzen Prozess von vorne bis hinten einfach mal miterleben. Und ich kann das eigentlich fast auch jeden raten, der Fleisch konsumiert. Wenn man es mal selber mitgemacht hat, ein Tier zu schlachten und auch zu töten, man kriegt einen ganz anderen Respekt davor. Man kann nicht jeden Tag Fleisch essen, das geht nicht. Kann man? Ja, wenn man die Massentierhaltung durchzieht und gegen die Verwärme. Generell geht es darum, dass wir alle zu viel Fleisch essen und deswegen unsere Ernährung ein bisschen umstellen wollen. Und zwar in Richtung weniger Fleisch und dafür hochwertigeres Fleisch. Weil der Schaden, der durch diese Massentierhaltungen erzeugt wird, einfach unerträglich ist. Der Ochs wird verarbeitet, und zwar komplett, vom 1000 Kilo Vieh zum Ochs im Glas. Das Bewusstsein verändert sich, wie man mit Fleisch umgeht, wenn man mal dabei war. Ich bin mir sicher, das Bewusstsein verändert sich, wenn man die Schlachthausbilder sieht, wie es in der Massentierhaltung abgeht. Da verändert sich es wahrscheinlich noch stärker. Aber wenn man bei so einer Tötung dabei ist und auch den ganzen Prozess mit diesem unfassbar anstrengenden Arbeit, so einen Ochsen zu zerlegen, das dauert ja Stunden. 1500 Gläser, so viele braucht es, um den ganzen Ochsen zerlegt und eingekocht unterzubringen. Ist es leistbar oder gerät Fleisch dadurch wieder außerhalb des Speisezettels für Menschen mit weniger Finanzen? Es ist eine Grundsatzfrage und eine Bewusstseinsfrage. Für was lege ich mehr Wert in mein Leben? Kaufe ich mir ein Handy um 500 Euro oder fahre ich auf Urlaub um 6000 Euro oder 1000 Euro oder 500 Euro oder gebe ich für Essen Geld aus? Es geht einfach um Prioritätensetzung, was man zu sich nimmt. Pesketarier. Fleisch, nein, danke. Fisch, ja, bitte. Auch Tierprodukte wie Eier stehen bei den meisten Pesketariern auf dem Speiseplan. Der Sportwissenschaftler Dr. Markus Stark sucht das richtige Essen in der fernen Steinzeit. Auf seinen Tisch kommt nur, was die Menschen schon vor 2 Millionen Jahren aßen. Die Paleo-Diät. Mit dem richtigen Essen erhalte man auch die Gesundheit zurück, meint Stark. Nahrung als Medizin. Man schaut, wie der Körper funktioniert. Die Zellen müssen untereinander kommunizieren. Nerven, Botenstoffe, Psyche hängt natürlich damit zusammen. Und Nahrung liefert uns wertvolle Elektronen, wenn man es jetzt einmal so chemisch betrachtet. Nahrung hält uns gesund. Die Entgiftung des Körpers könne man so stark gezielt durch Ernährung bewirken. Zwiebel zum Beispiel, schwefelhaltig, wir essen alle viel zu wenig Zwiebel. Also wir sollten mehr Zwiebel essen, um mehr Schwefel zuzuführen, denn Schwefel hat ganz klar entzündungshemmende Eigenschaften. Bei uns leider nicht heimisch, Kurkuma, indisches Gewürz, ganz klar krebsschützende Eigenschaften nachgewiesen, wird auch schon in der Onkologie verwendet. Bei uns zum Beispiel Gren, ja, sehr viel hoher Schwefelgehalt. Die Inhaltsstoffe von diesen Gewürzen und Gemüse haben natürlich Effekte im Körper, die man nützen sollte. Die Paleo-Diät ist nicht für linienbewusste Models gedacht. Sie ist vielmehr eine eigene Form der Ernährung. Paleo-Diät, Diät ist keine Diät in dem Sinn, dass man Kalorien reduziert oder zählt. Ich habe an keinen einzigen Menschen noch jemals eine Kilokalorien gezählt, weder Fett, Kohlenhydrat oder Eiweißanteil, sondern ich habe einfach die Nahrung dorthin optimiert, so wie wir in Evolution gelebt haben. Abwechslungsreich, frisch, so gut wie es geht, naturbelassen. Und moderne Nahrungsmittel raus, die es erst seit wenigen Jahren oder Jahrzehnten gibt. Das ist die Grundumstellung.
Die Welt hat sich verändert, unser Darm nicht. Er funktioniert noch immer wie bei unseren Vorfahren, den Jägern und Sammlern. Kultiviertes Korn gab es in der Steinzeit auch noch nicht, ebenso wenig die Kuhmilch. Getreideprodukte raus, Milchprodukte raus, gibt Untersuchungen, Milch fördert Entzündungen, kann Entzündungen fördern. Die Asiaten meinen, dass in der DCM Milch verschleimt die Lunge. Die beschreiben das anders, ist aber nichts anderes wie eine Immunreaktion, die dadurch stattfindet. Raffinierte Nahrung raus, Zucker raus, das, was der Mensch eben nicht kennt. Denn man muss nur bedenken, wir Österreicher essen heutzutage knapp 45 Kilo Zucker pro Kopf und Jahr. In der ganzen Evolution hat es das noch nie gegeben. Unser Mensch kann mit dieser Menge Zucker nicht umgehen. Alles wird gezuckert, Fertignahrung, und das, die Faktoren nehme ich raus. Und das empfehle ich rauszunehmen, und man sieht, dass es den Leuten deutlich besser geht. Die 45 Kilogramm Zucker, die der durchschnittliche Österreicher im Jahr konsumiert, sind dreimal so viel als von der Weltgesundheitsorganisation empfohlen. Indes unter den Anhängern der Steinzeitdiät genießt das Ei einen hervorragenden Ruf. 1 bis 3 bis 5 Eier pro Tag, Sportler bis zu 5 Eier pro Tag, eine hervorragende Eiweißquelle. Auch andere Faktoren drinnen, die uns schützen. Man weiß jetzt zum Beispiel, Menschen, die mehr Eier essen, haben ein geringes Herz-Kreislauf-Risiko. Also genau gegenteilig, wie es behauptet wird, dass Eier Cholesterinspiegel erhöhen, das stimmt nicht. Wir wissen, dass in Ei zum Beispiel Vitamin K enthalten ist, K2. Und K2 sorgt dafür, dass die Gefäße nicht verkalken. Wie viele Menschen werden gesund alt? Es hat noch nie so viele Kranke gegeben wie jetzt. Die WHO hat letzte Zahlen bekannt gegeben. Nur jeder 20. Mensch ist gesund. Körperlich, geistig und seelisch. Der Mensch war und ist ein Fleischfresser. Kein einziges Naturvolk weltweit ernährt sich vegetarisch. Und genau bei diesen Völkern, da gibt es super Untersuchungen, findet man diese Zivilisationserkrankungen, wie es bei uns erst häufig ist, nicht. Und diese Menschen werden sehr wohl sehr alt. Nahrung als Heilsbringer, Stichwort Allergie. Das Wort gibt es erst seit 100 Jahren. Ich war gegen alles allergisch, was es gibt. Und ich habe jetzt 0 Allergien, kenne ihn in irgendeiner Weise. Und allein durch Ernährungsumstellung. Wenn ich weniger Mehl, wenn ich weniger Kohlenhydrate esse, bin ich einmal fitter für Doppelvorstellungen. Ich bin am Theater, wir haben am Samstag, Sonntag jeweils 2 Vorstellungen. Dazwischen wird eine Mahlzeit zu sich genommen. Dann ist man für die Abendvorstellung eigentlich wahnsinnig müde. Viele Damen und Herren haben Angst vor diesen E's, diesen Inhaltsangaben auf den Lebensmitteln. Ja, gerade bei der Cabanossi befinden sich wahnsinnig viele E's. Und ja, was sind diese E's? Die E's geben nichts anderes an, als was sich darin befindet. Und das muss nicht grauslich, unangenehm oder sonst etwas sein. Ich habe mir ein paar Dinge herausgesucht. Leider habe ich ein schlechtes Gedächtnis, ich bin Physiker. E100, Curcumin, ist ein natürlich gelber Farbstoff. E101, Vitamin B2. E175, Gold. Also schauen Sie darauf, das kann durchaus wertvoll sein. E260 ist die ganz gewöhnliche Essigsäure. E270 ist die Milchsäure, so wie wir sie im Joghurt drin finden. Oder E300, das Vitamin C. Es gibt natürlich einige sehr chemische Stoffe, natürlich auch, aber es gibt genauso natürliche Stoffe. Bei den E's geht es schlicht und einfach darin, dass wir wissen, was drinnen ist. Im Internet gibt es dann die ganze Liste, was ist, und auch mit der Beschreibung, was tatsächlich passiert. Das Schöne ist, wir sind hier in Österreich, wir haben eines der besten Lebensmittelgesetze. Wenn etwas gefährlich wäre, dann wäre es bei uns in Österreich verboten. Essen wird ja irgendwie immer mehr auch als etwas Gefährliches wahrgenommen. Also etwas, was zu Problemen führen kann. Und das ist auch so. Und ob das jetzt Süßmolkepulver, Magermilchpulver, diese ganzen x-fach veränderten Lebensmittel, die so einen wichtigen Teil dieser Convenience-Nahrung ausmachen oder die viele, viele, viele von uns jeden Tag hineintun, ich glaube, dass das viel genauer beobachtet gehören würde, als jetzt ist da Weizen drin. Thank you.
Sophia Hoffmann, Köchin und Foodbloggerin aus Berlin, Galionsfigur der Trendküche vegan kochen. In ihre Küche kommen nur Pflanzen. Vegan leben heißt für sie mehr. Kein Leder, keine Schafwolle, nur tierversuchsfreie Kosmetik. Nichts, bei dem Tiere leiden mussten. Als Köchin reist sie durch Österreich, Deutschland und die Schweiz, um Menschen vegan zu bekochen. Sophia, du hast einmal Fleisch gegessen, lange Zeit. Warum nicht mehr? Ich würde grundsätzlich sagen, ethische Aspekte, Klimaschutz und gesundheitliche Gründe. Und ich war irgendwann an dem Punkt, ich habe sehr viel darüber gelesen, mich sehr viel informiert. Und dann ist es mir einfach immer mehr vergangen. Mhm. Ich ernähre mich wahrscheinlich wesentlich ausgewogener als viele Leute, die Fleisch essen, weil man ganz anders darauf achtet, weil man sich natürlich bewusster mit Ernährung auseinandersetzt. Du kannst über pflanzliche Ernährung alle Nährstoffe bekommen. Ich mache regelmäßig einen Bluttest, weil mich das natürlich auch interessiert. Und ein gutes Gegenbeispiel ist, finde ich, auch die Natur. Also es gibt ja total große, starke Tiere, die reine Pflanzenfresser sind. Also der Satz, den ich am häufigsten höre, ist, ich esse ja eigentlich eh total wenig Fleisch und wenn, dann nur Biofleisch. Und wenn das bei allen Leuten stimmen würde, die mir das erzählen, dann würden sowieso alle Leute nur Biofleisch und ganz wenig Fleisch essen. Ein Gang durch einen Supermarkt heute bringt mit sich, dass man lauter sehr viele vegane Produkte sieht, veganes Convenience Food. Die Wurst, der Speck als veganes Produkt. Wie siehst du diese Entwicklung? Das Ding ist, ich meine, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und wir sind alle damit aufgewachsen. Und die meisten Leute entscheiden sich halt dagegen, das zu essen, weil sie halt keine Tiere essen wollen. Wurst ist ja auch so ein Beispiel. Ich meine, das Schwein kommt ja auch nicht als Wurst auf die Welt. Man kauft in diesem Supermarkt diesen halben Kilo Lasagne um 1,49 € oder so. Bei dem Preis muss man ja wirklich eigentlich froh sein, dass da überhaupt ein Fleisch drin ist. Der Preis bestimmt halt das. Ja? Also solange die Leute mehr dort reingehen und sie den Dreck kaufen, wird die Industrie daran verdienen. Ja? Stick shifts and safety belts. Bucket seats have all got to go when we're driving. In Österreich hat sich die Anzahl derer, die fleischlos kochen, in den vergangenen 10 Jahren verdreifacht. 10% der Gesamtbevölkerung machen sie schon aus, die Veganer und die Vegetarier. Heute kochen auch wir vegan. So ab, geht mal so bitte kann down. Ich sag den Untergang ab, ohne runterzuschauen. Wir gehen nicht, aber wenn wir gehen, dann gehen wir in Scheiben. Entschuldigung, ich sagte, wir sind gekommen, um zu bleiben. Ohne so. Schürze geht nichts. Na, Schürze ist wichtig. Ich habe meine eigene mitgebracht. Deine eigene mitgebracht? Ja. Mit den glücklichen Gemüsen. Ja, ich bin da kompromisslos und meine kommt aus der Kollektion Andreas Gabalier. Bin ich schön? Sehr schön, sehr schön. Ja, wunderbar. Das höre ich gern. Mit Schürze ist jedermann schön. Wir sind Dankeschön und auf Wiedersehen. Dankeschön, auf Wiedersehen. Reicht uns wehende Fahnen, damit unterzugehen. Lebet Hochmut, kommt vor dem Fall. Gewürze. Ist das ein Schminkkoffer? Ja, das ist quasi das, was andere Frauen als Schminkkoffer haben, habe ich immer meine Gewürze dabei. Wir machen jetzt einen Erdäpfelkäse in einer veganen Version quasi. Das heißt im Prinzip Erdäpfel, Kräuter, Jungzwiebeln, Kümmel und so weiter. Und wir machen uns aus Cashewnüssen nachher einen Sauerrahmersatz. Einen Sauerrahmersatz aus Cashewnüssen? Genau. Cashewnüsse sind super gesund, regen die Serotoninausschüttung im Körper an. Das heißt, sind sozusagen Glücksmacher. Meine persönliche Note gebe ich noch ein bisschen Liebstöckel mit rein. Liebstöckel? Oder Luststock, wie der Kärntner sagt. Das ist ja Pornoessen, Luststock und Serotoninausschüttung. Ja. Ich weiß gern, was in meinem Essen drin ist. Ich mache es gern selber. Aber wenn du so eine Kühlmaschine hast, ich meine, das dauert eine halbe Minute. Ne? Ich darf reinschalten. Wie bei den Rohköstlern, ohne Hightech-Mixer keine vegane Küche. You're such a silly woman. Put a lime in the
Guten Appetit. Ich merke kaum einen Unterschied. Wie schmeckt's? Wie wichtig ist denn für vegane Küche dieser Mixer? Also, der scheint eine Geheimwaffe für diese Art der Ernährung zu sein. Sehe ich das richtig? Ja, also tatsächlich mache ich schon sehr viel mit dem Mixer. Mhm. Das hat einfach damit zu tun, was du vorhin schon gesagt hast, dass ich viel selber mache. Also, dass ich eben so Sachen wie jetzt diese Cashew-Basis, was man vielleicht sonst als Fertigprodukt irgendwie kaufen wird, dass ich mir das halt selber mache. Ja, auch Leute, die ihren Käse selber machen, das muss man natürlich nicht machen. Man kann auch auf fertige Produkte zurückgreifen, aber ich sag mal, mit diesem, wenn man so ein Gerät daheim hat, geht das halt auch alles super schnell. Würdest du meine Assistenzleistung bis jetzt wie bewerten? Großartig, kann man was anfangen extrem, mit mir? Extrem routiniert, würde ich sagen. Ich esse wahnsinnig gern Fleisch, sie kocht vegan. Jetzt möchte man rausfinden, wer von uns beiden. Geht mir was ab oder hat sie das alles sozusagen ersetzen vegan. Können? Vegan. Sind Sie auch vegan unterwegs? Ja, aber jetzt fällt mir noch ein Geschmacksurteil. Das Gruß kann für mich noch ein Stückchen würziger sein. Ein Stückchen würziger. Okay. Mhm. Können wir noch ein bisschen was nachlegen? Vielleicht so ein bisschen Rindfleischextrakt oder Nein. sowas? Er versucht es immer. Bloß nicht. Jetzt machen wir noch einen Nachtisch. Und zwar machen wir eine Schokoladencreme aus Avocado. In der veganen Küche mittlerweile ein alter Hut. Aber ist einfach schön, weil Avocado ist wahnsinnig gesund, hat ungesättigte Fettsäuren. Fett, aber gutes Fett. Das wird ähnlich wie ein Mousse au Chocolat. Und warum nennt ihr das Schokolade? Das ist doch kein Schokolade. Da kommt der Kakao dazu. Unsere zufälligen Gäste aus Amerika sind neugierig. Woraus besteht denn das? Chocolate mousse consists of? Yeah, sure. The chocolate mousse is actually chocolate, yeah? No, it's avocado mixed with cocoa. Put the lime in the coconut and call me in the morning. Yes, call me in the morning. You call me in the morning. I like it. Thank you. Was mir aufgefallen ist, man braucht doch sehr viel verschiedene Komponenten, sehr viel verschiedene Dinge, damit es so ausschaut, wie es ausschaut und damit es so schmeckt, wie es ausschaut. Da tut sich, glaube ich, der Fleischler einfacher. Fleisch, Pfeffer, Salz, Gemma. Da muss ich jetzt, glaube ich, schon dagegen sprechen, weil natürlich koche ich einfach gern so komponentenreich. Das ist einfach meine Küche. Und ich glaube, ein anderer Koch, der auch mit Fleisch kocht, wird genauso viele Zutaten in seiner Küche verwenden, wenn er kreativ kocht. Du isst ja das Fleisch auch nicht pur. Oft verwechseln die Leute ja auch oder setzen vegane Küche gleich mit Askese. Also es gibt Leute, die jetzt zum Beispiel Rohköstler, die keinen weißen Zucker verwenden oder so. Ich verwende auch Zucker in Maßen. Ich nehme auch manchmal andere Fruchtsüße. Aber also das schließe ich jetzt für mich überhaupt nicht aus, Fett und Zucker. Zucker versus Honig. Mit was soll ich süßen? Ja, es gibt zwei Möglichkeiten. Ich gehe nach dem Geschmack. Muss ich sagen, ist der Honig, ja, diesen typischen Honiggeschmack, den man gerne im Lebkuchen haben will, keine Diskussion. Wenn es jetzt rein um die Ernährungsphysiologie geht, muss ich sagen, Zucker versus Zucker. Da ist kein großer Unterschied. Das Einzige ist, ich habe noch zusätzliche Aromastoffe im Honig. Das macht die Sache, ja, ich will nicht sagen, bekömmlicher oder verdaulicher. Nein, es schmeckt einfach besser. Aber Zucker ist Zucker. Das ist vollkommen wurscht, ob der im Honig gelöst ist oder in Form von Würfelzucker vorhanden ist. Wenn es nicht um den Geschmack geht, sondern ausschließlich um die Süßkraft, ja, nehmt's lieber im billigen, raffinierten Zucker, ist genauso gesund. Hallo, das Leben ist zu kurz, um es nicht zu genießen. Und dazu gehört auch das gute Essen und der gute Wein, das gute Getränk. Das kann aber auch ein Tee sein, Entschuldigung, also das muss jetzt nicht der Wein nur sein. Sunday morning. 30 Minuten vor den Toren Wiens. Im Verein Stadtflucht wird Essen zum gemeinschaftlichen Erlebnis erhoben. Der Genuss ist das Ausflugsziel selbst. Wer hier Nahrung zu sich nimmt, tut dies bewusst, nachhaltig und biologisch. Das Essen als Schlüssel zum Glück. Sunday morning.
Ich glaube schon, dass man auf jeden Fall biologisch wertvolles Essen auch besser genießen kann und mehr davon hat, als konventionelles oder Supermarktessen gekauftes. Bei mir bist du schön. Sinnenfreude ohne schlechtes Gewissen. Natürlich werden alle Gewinne des Vereins für Hilfsprojekte gespendet. Wir handhaben das so, dass wir vorbereitet sind auf einen großen Ansturm. Und wir werden jetzt anfangen, wirklich zu kochen. Also wir werden jetzt eine Tom Kha Gai machen und die Suppe ansetzen. Wir werden auch heute mediterrane Gerichte machen, also auch Pappardelle al Futti di Mare. Und ich schaue mal, wie das Wetter aussieht. Und es schaut ganz gut aus. Ich nehme mal an, dass ab Mittag Leute kommen werden. Essen, genießen und kochen in der Idylle der intakten Natur. Eine offenbar seligmachende Freizeitaktivität für den gestressten urbanen Zeitgenossen. Ich glaube, dass Genuss eine der wichtigsten Ziele im Leben eines Menschen ist. Das Vergnügen ist exklusiv, die Anzahl der Stadtfluchtmitglieder begrenzt. Von Künstlern über Industrielle, über junge Leute, wirklich Leute wie du und ich. Laktoseintoleranz und Glutenintoleranz oder nicht, ist eine Sache, wo man natürlich irgendwie schauen muss, geht's dir gut? Ja, und fragt dann die Gäste wirklich, hast du irgendein Problem? Magst du Nüsse? Magst du keine Nüsse? Da gehen wir natürlich gerne drauf ein, aber ich bitte schon um die Mündigkeit unserer Gäste. Wenn das Essen fertig ist, klingelt die Glocke und dann werden die Leute gebeten, hierher zu kommen und die angerichteten Teller mitzunehmen und zu verspeisen. Wenn das Glöcklein klingelt, pilgert die Gemeinde zur Essensausgabe. Alle 30 Minuten gibt es einen neuen Gang. Küche als Hochamt mit einem Koch als Zeremonienmeister. Ich habe hier jetzt schon 2-3 Mal gekocht auch, weil das ist halt das Coole hier, dass da Members für Members manchmal kochen. Und vor 3 Wochen war ich jetzt das letzte Mal, da habe ich halt auch in der Küche mitgeholfen und durfte einen Gang selber entscheiden. Und das wurde dann halt was Persisches. Letztes Jahr war ich das erste Mal hier und dieses Jahr dann doch schon öfter. Also auch jetzt letztes Mal mit der Fanas mithelfen dürfen beim Kochen. Und vielleicht fällt ja mal ein indisches Kochen hier aus. Die kümmern sich auch darum, ja, dass da wirklich angenehme Leute hier sind. Man darf halt nicht vergessen, dass hier wirklich alles Bio ist. Ja? Also wenn du jetzt mal selber in einen Supermarkt gehst und lauter Bio-Zeugs einkaufst, dann siehst du ja, was auf der Rechnung draufsteht. Und auch in der Stadt selber, wenn man jetzt hingeht zu zweit, zu dritt, was essen und trinken, kommt das definitiv teurer als hier. Gut essen, trinken, Spaß haben. Und niemanden anderen auf die Nerven gehen, glaube ich. Das ist das Wichtigste da. Du musst nicht aus der Stadt flüchten. Du kannst aus der Stadt flüchten, wenn du willst. Una festa sui prati, una bella compagnia. Das Wesentliche ist der Punkt, dass wir hier nur das verkochen, was wir selber anbauen oder aus 10 Kilometer Umkreis bekommen. Wenn es nicht aus 10 Kilometer Umkreis kommt, dann muss es zumindest aus einer Produktion kommen, die überprüftermaßen nachhaltig ist. Weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass mehr und mehr Leute genau den Zugang zum Essen haben. Wenn man hier landet, ist es tatsächlich, als ob man im Urlaub wäre. Also hier schließe ich komplett mit der Woche ab. Und wenn mal jemand da ist, der vom Typ her jetzt überhaupt nicht da reinpasst, eher so ein Störefaktor ist, ja, dann wird er auch höflichst hier rausgebeten. Also, der Genuss soll ungetrübt bleiben. Flexitarier. Immer beliebter wird die Ernährungsweise der Flexitarier. Sie essen Tiere und Tierprodukte, aber nur ab und zu. Dafür bewusster und mit dem Anspruch an hohe Fleischqualität. Salz ist böse. Das hört man sehr häufig. Es erhöht den Blutdruck und soll noch einige andere unangenehme Dinge machen.
Die wissenschaftliche Lage ist nicht eindeutig. Deswegen können wir heute nur sagen, Personen, die Probleme mit ihrem Herz haben, die werden aber von ihrem Arzt darauf aufmerksam gemacht, die sollten etwas vorsichtiger sein. Der Rest der Bevölkerung, lasst es euch schmecken. Salz führt dazu, dass viele Produkte schlicht und einfach besser schmecken. Neudörfel im Burgenland. Die Agrarwissenschaftlerin Alexandra Depisch hilft auf dem Gemüsebauernhof ihrer Eltern. Doch die Zukunft der Ernährung, die sieht sie woanders. Mit Patrick Fischer gründete sie das Startup Insetos. Die beiden züchten Tiere, die bald eine wichtige Rolle in der Welternährung spielen sollen. Ja, meine Mehlwürmer. Die erste Generation habe ich mal aus dem Futterhaus gekauft. Und nachdem ich es aus dem Futterhaus geholt habe, tue ich es dann in so eine Plastikbox rein. Die Plastikbox ist befüllt mit Haferflocken. Das ist ihr Futter und das Substrat, wo sie halt drin leben. Und sie kriegen zusätzlich noch Karotten gefüttert, das ist die Wasserquelle. Schauen aus wie so kleine Aliens. Ein nicht wirklich ansehnliches Insekt soll also das Fleisch der Zukunft sein? Uns ist halt ein Anliegen, wenn es sich umsetzen lässt, dass wir die Zucht dann in größeren Stil machen, weil wir über die Ernährung, über das Futter sehr viel die Inhaltsstoffe beeinflussen können. Die ersten essbaren Mehlwurmprodukte waren Mehlwurmriegel mit hohem Proteingehalt. Natürlich kann man es jetzt noch nicht sagen, es sind Bio-Mehlwürmer. Es gibt ja noch keine Zertifizierung für Mehlwürmer, für Insekten. Die Nahrungsmittelgewinnung mittels Mehlwürmern besticht durch die günstige Kosten-Nutzen-Relation. Wenn man da jetzt den generellen Vergleich zieht, man sieht, dass man die Mehlwürmer auf einem viel kleineren Platz züchten kann, nämlich auch auf Fläche, die jetzt nicht landwirtschaftlich genutzt werden kann. Das ist schon einmal von der Ressourceneffizienz ein Vorteil. Da habe ich die Zahlen parat, dass ein Kilo Lebendmasse, die Produktion von 1 Kilo Lebendmasse Mehlwurm braucht 8 Liter. Im Vergleich dazu, 1 Kilo Lebendmasse Rind braucht 22.000 Liter. Und das sind schon irre Unterschiede. Ja, neben die Proteine sind ungesättigte Fettsäuren drinnen und dann noch hohe Mineralstoffwerte, das heißt Magnesium, Phosphor, Eisen, Kalzium, Zink. Insekten isst man vor allem in der Südhalbkugel. Vor allem, man kennt es ja auch, dass die Leute in Asien Insekten essen, in Afrika und in Südamerika, in Mexiko. Gemeinsam mit einem Studienkollegen kümmert sich Patrick um die Vermarktung des Startups. In Nordamerika gibt es einen kleinen Trend. 2009 gab es noch 3 Startups und jetzt im Jahr 2015 sind es schon 27 Startups, die sich mit der Insektenthematik beschäftigen. Zum einen werden dort Insekten gezüchtet, aber auch schon Produkte entwickelt. Es muss sich was ändern. Inwiefern es sich dann ändert, kann ich jetzt noch nicht vorhersagen. Wobei ich sehe die Insekten schon als eine Alternative, die wirklich Sinn macht. Insektenschokolade bald im Supermarkt? Der Schokoladenhersteller Josef Zotter experimentiert bereits seit einiger Zeit, wie die nährstoffhaltigen Gliederfüßer mit seiner Schokolade zusammenpassen könnten. Natürlich reizt mir auch immer ein bisschen das Verbotene. Nicht? Also, ich meine, bin ja gelernter Koch und Konditor und in meiner Lehrzeit haben wir natürlich Insekten gejagt und das war schon etwas, was man eigentlich nicht unbedingt in der Backstube haben wollte. Und das hat mir dann irgendwann zu denken gegeben, dass ich mir gedacht habe, warum? Warum ist das so? Warum hat man gerade gegen Insekten als Nahrung was und gegen Schweinschnitzel nicht? Ich arbeite momentan mit Grillen, mit Mehlwürmern, den Buffalo-Wurm und Heuschrecken. Christoph Thomann und Georg Rubitschko vom Verein Speiseplan Wien haben ein ähnliches Ziel.
Wir haben eine Friteuse, eine Ernährungsexpertin, einen sehr gespannten Journalisten und zwei Herren, die Insekten kochen. Wo sind die Insekten? Die werden wir jetzt holen. Bitte drum. Mehr als 1.900 essbare Insektenarten gibt es. Sie stehen bei ca. 2 Milliarden Menschen weltweit auf dem Speiseplan. Nur in Europa und Nordamerika ist das nicht so. Georg und Christoph wollen den Österreichern die Scheu vor dem angeblichen Ekelessen nehmen. Wir haben Wüstenheuschrecken aus Vorarlberg, regional produziert in Dornbirn. Wüstenheuschrecken aus Vorarlberg? Genau. Die sind doch echt schön. Die sind wirklich schön, ja. Der Verzehr erfolgt auf eigenes Risiko. Also das habe ich beim Schnitzelwirt nicht. Der schreibt nicht hin, unser Schnitzel ist auf eigenes Risiko. Warum schreibt er das? Wir schreiben das deswegen, weil es momentan in Europa noch keine gesetzlichen Bedingungen gibt, wie man Insekten als Lebensmittel einführen kann. Ich denke mir, wir sehen es ähnlich wie beim rohen Fisch. Das wäre vor 20 Jahren auch noch undenkbar gewesen. Sushi ist jetzt sozusagen ganz normal in unserer Speisekarte gelandet. Ich kann mir vorstellen, dass Insekten auch vor allem mit dem Nachhaltigkeitsargument bei uns durchaus ziehen würden. Ja? Jeder ist interessiert, jeder kostet gerne und wir haben noch ganz wenige erlebt, die sich nicht drüber getraut haben. Es ist auch super interessant, wenn man dann ein Kind sieht, die schauen so, sie schauen ein zweites Mal, sie schauen ein drittes Mal, dann laufen sie zur Mama und dann kommen sie aber doch wieder her und trauen sich doch drüber mit der Mama, genau. Die Insekten müssen immer erhitzt werden vor dem Verzehr. Wir müssen eher davon abraten, die jetzt roh vom Boden oder vom Wald und Wiese zu verzehren. Das machen wir jetzt also 50 Sekunden circa. Freut mich schon, gell? Ich wollte immer schon mal eine Grille essen. Erste Mal für dich heute? Erstes Mal für mich. Also, ich esse normalerweise wissentlich weder Mehlwürmer noch Grillen. Oh, bitte schön. Ladies first. Ladies first. Fang nur an. So, bitte schön. Danke schön. Mahlzeit. Back Appetit. Okay, Heuschrecken sind gekauft. Jetzt müssen die Grillen noch probieren. Die schmecken mir besser. Die Grillen schmecken besser? Mhm. Bestens. Vor einem halben Jahr zirpte sie noch durch deutsche Wälder. Heuschrecken sind unter anderem auch Kannibalen. Oha. Hm. Nussig, mandelig, mehlig. Ist nicht so ihres. Ja, nicht so meins. Heuschrecken sind sehr gut. Heuschrecken sind sehr gut. Knusprig. Wenn man Salz, dann schmeckt eigentlich recht guter Snack. Ist gut, ja? Ja, super. Ja. Grillen, Heuschrecken, Mehlwurm, Schoko. Want me to take a picture and send it home? Ja, sure. Nach Insekten, nach Gras und Blüten, nach Leberkäse, Scampi, Burger, veganem Erdäpfelkäse und sogar dem Heldenteil der Knackwurst bin ich vor allem eines, satt. Und nicht nur reich an Kalorien, sondern auch reicher an Erfahrungen. Sage mir, was du isst und ich sage dir, wer du bist. Ernährung ist eine zutiefst individuelle Angelegenheit. Wenn man schon alles gegessen hat in seinem Leben, dann kommt man drauf, dass Luxus darin besteht, dass man etwas nicht braucht, dass einem bewusst wird, dass man es nicht haben muss. Ich glaube, dass man sich fast danach sehnt, auf etwas zu verzichten, weil man alles kriegen kann. Esskultur ist Kultur. Man kommt drauf, man braucht gar nicht jeden Tag Curry mit Kokosmilch, sondern eine Butterkartoffel ist manchmal auch ganz gut. Jeder Mensch muss selber entscheiden, was ihm gut tut und was nicht. Und ist dieses Essen gesund? Das ist eine Frage, die zu oft gestellt auch nicht gesund ist. Aus